Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Verlauf der bisherigen Debatte zeigt, dass es gut, notwendig und erhellend ist, sich nochmal zu diesem Thema auszutauschen, weil es doch schon verschiedene Sichtweisen zur Thematik gibt und hier die Frage aufgeworfen wurde von Dr. Jess, ob wir denn dazu berufen wären, uns dazu auszutauschen, wo doch die meisten, zu denen gehöre ich auch, sich zu dem Thema vor allen Dingen belesen haben, beziehungsweise wir haben das bei uns in der Fraktion so gehalten, auch wenn wir klar, um auf die Frage von Herrn Ehlers zu antworten, da dicht beieinander sind, was die Impfpflicht betrifft, haben wir am Montag dieser Woche nochmal sehr ausführlich mit ausgewiesenen Impfgegnerinnen gesprochen und die Argumente aufgenommen und will darüber auch dann auch nochmal ein paar Nachdenklichkeiten anbringen. Aber berufen sind wir schon mit dem Mandat, Herr Dr. Jess, und das macht das Parlament als Spiegelbild der Gesellschaft aus, dass wir auch in der Pflicht stehen, uns Kenntnisse zu verschaffen, dass wir das Gespräch suchen, abwägen und Lernende in dem ganzen Prozess sind. Denn zu anderen Themen mag das nämlich auch sein, sage ich mal, wenn wir uns zur Feuerwehr hier verständigen und der Ausrüstung, sind ja doch auch nicht alle in der Freiwilligen Feuerwehr, beziehungsweise haben beruflich diesbezüglich den Hintergrund. Also, wir bejahen das Thema auf alle Fälle, weil sich aus allen Erkenntnissen, die medizingeschichtlich verschafft wurde, herausgestellt hat, dass, um Krankheiten wirksam vorbeugend zu bekämpfen, maßgeblich drei Instrumente angewandt wurden. Das sind Impfungen, das ist verbesserte Hygiene und das ist der Einsatz von Antibiotika. Und wenn man sich in der Fachliteratur, wo wir bei der Fachliteratur sind, beliest, wird eingeschätzt, dass sauberes Trinkwasser am deutlichsten dazu beigetragen hat, Krankheiten vorzubeugen. Und dann kommt eben schon das Impfen. Und das ist auch belegbar anhand der Verläufe und der Anzahl des Auftretens verschiedener Krankheitsfälle. Von den Pocken war die Rede, aber es gibt auch andere Beispiele, die anzuführen sind. Ich beschäftige mich im Moment mit Genuss mit Fragen der Gesundheitsökonomie und bin da auf ein paar Studien gestoßen, die mal nachgeschaut haben, woran lag es rückblickend, dass sich im vergangenen Jahrhundert die Zahl der durchschnittlichen oder die durchschnittliche Lebenserwartung um ca. 25 Jahre erhöht hat. Und es wird eingeschätzt, dass 40% dieser 25 Jahre mehr durchschnittlicher Lebenserwartung darauf zurückzuführen sind, dass sich die hygienischen Bedingungen verbessert haben und vor allen Dingen eben auch Impfung. Nahrung selbstverständlich, aber gesunde Nahrung, aber eben das Impfen spielt dabei eine ganz große Rolle. Und die Kehrseite der Medaille, besser gesagt schlechte Beispiele, dramatische Beispiele, zeigen sich in jüngerer Geschichte auch. Also in Russland war Diphtherie oder ehemaliger Sowjetunion war Diphtherie zumindest der Statistik nach, soweit man das einschätzen kann, galt sie als ausgerottet. Und in den 90er Jahren aufgrund eines abfallenden Impfstatuses sind insgesamt mehr als 150.000 Fälle registriert worden mit mehr als 6.000 Toten. Das ist belegt, das ist auch erfasst worden und zeigt uns, welche Dimension und welche Dramatik etwas annehmen kann, wenn der Impfstatus fällt. Das sage ich auch auf dem Hintergrund, weil die Frage hier aufkam, warum die Masern. Zu der Tatsache, dass Masern nicht leichtfertig abgetan werden können, schon gar nicht so als Kinderkrankheit bezeichnet werden können, hat Minister Glawe ja etwas gesagt. Was sich an solchen Fällen deutlich macht, also ist die Verantwortung, die wir haben, und die soziale Verantwortung, die es in der Gesellschaft überhaupt gibt, für den Gesundheitsstatus und mit Blick auf die Wechselbeziehung der Einzelne und die Gesellschaft und umgekehrt. Denn Impfungen schützen den Einzelnen, sind für den Einzelnen von Nutzen, aber schützen zugleich
die Gesellschaft. Das ist für uns auch Grund, also diese Fakten, die ich genannt habe und eben diese soziale Verantwortung, um die es geht, ist für uns Linken der Grund gewesen, frühzeitig für gesundheitliche Aufklärung einzutreten, für eine Impfkampagne einzutreten, die hier angesprochen wurde, und für eine Impfpflicht. Und Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden. Vielen Dank, Herr Koplin. Warum wird die Gesellschaft denn, oder wovor wird die Gesellschaft denn geschützt? Meines Wissens nach kann doch nur jemand krank werden, der nicht geimpft ist. Und wenn jeder doch für sich entscheidet, ich lasse mich impfen oder ich lasse mich nicht impfen, dann entscheidet er auch selbst, ob er das Risiko eingeht, eine Krankheit zu erlangen. Ja, also wissenschaftliche Erkenntnisse verdeutlichen, dass es einer Durchimpfungsquote von mindestens 95% in der gesamten Gesellschaft bedarf, um von dem sogenannten Herdenschutz zu sprechen, um dann dafür zu sorgen, dass niemand erkranken kann. Wenn man das im Grunde genommen freistellt, ich will nachher noch gleich was zu der Bedeutung von Überzeugungsarbeit sprechen. Aber es gibt eben aufgrund dieser Dramatik, die ich zum Beispiel anhand der Diphtheriefälle in Russland hier illustriert habe, wird deutlich, dass das Allgemeinwohl an dieser Stelle der Einzelentscheidung gegenüber gewichtiger ist. Und deswegen kommen wir zu der Erkenntnis. Und was das Impfen betrifft und die Masern, Herr Dr. Jess, ist es so, dass wir nicht nur die Masern in den Blick nehmen, sondern den dringenden Impfempfehlungen des Robert-Koch-Instituts insgesamt folgen wollen. Also wir reden da auch über mehr. Und was die Masern betrifft, das will ich dann nochmal an dieser Stelle vertiefen. Erst einmal ist festzustellen, auch in Deutschland, die Zahl der Masernfälle nimmt wieder zu. Und es gibt da keine Insellösung. Wenn wir jetzt sagen würden, Herr Dr. Jess hat ja damit gestartet, dass er sagt, also das sollte in Länderhoheit sein. Wenn jedes Land selber seine Regelung schafft, dann haben wir, Herr Kramer, eben nicht die Situation, dass wir den sogenannten Herdenschutz hinkriegen und dann die Gefahr für die Bevölkerung in der Tat immer noch besteht. Und bei den Masern, davon wird ausgegangen, ist jede 10. Erkrankung statistisch gesehen mit Kurz- und Langzeitauswirkungen verbunden, die hin bis zu Hirnhautentzündungen führen kann, zu ernsthaften Atemwegerkrankungen und bezogen auf einen Masernfall pro 1000 Masernfälle auf einen Todesfall, sagt die Statistik. Und das sind alles Gründe, wo wir sagen, wenn wir darum wissen und wenn alle Statistiken das belegen, dann sind wir auch in der Pflicht, da entsprechend proaktiv zu handeln. Und was die Impfquote betrifft, da können wir in der Tat, Herr Ehlers hat ja damit begonnen, seinen Redebeitrag, dass wir eine gute Impfquote haben. Und da können wir auch stolz drauf sein. Aber das ist A, keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man die Impfquote zu den Masern insgesamt, zumindest bezogen auf den Jahrgang 2014, sich anschaut, gibt es deutschlandweit eine Impfquote von 73,9%. Herr Kramer, wir haben also diesen Schutzstatus nicht. Und das ist für uns letztendlich Grund genug, an dieser Stelle zu handeln. Die Frage ist, und damit bin ich bei Argumenten derjenigen, die als Impfgegnerinnen und Impfgegner auftreten, ist mit einer Impfpflicht sozusagen alles erreichbar? Eine Impfpflicht allein kann es nicht leisten, weil wenn man sich diesen Gesetzentwurf anschaut, dann hat der gewisse Schlupflöcher. Man kann sich einen Attest besorgen, dann ist man raus. Denn es gibt durchaus Medizinerinnen und Mediziner, die auch impfskeptisch sind und dann Atteste begründet oder weniger, das wäre dann eine Grauzone, ausstellen. Und man kann sich, das ist auch hier von Herrn Ehlers gesagt worden, 2.500 Euro wäre das Bußgeld. Man kann sich, wenn man einen entsprechenden sozialen Status hat, freikaufen. Das sind zwei Sachen, die würden kommen quasi einem Schlupfloch gleich. Und ist die Frage, ja, wenn das so ist, wie denn umgehen? Also die Aufklärung, also eine Impfpflicht kann immer nur Ultima Ratio sein, das letzte Mittel. Die Aufklärung steht vorne an. Deswegen haben wir ja auch insgesamt hier im Parlament entschieden, eine entsprechende Impfkampagne auf den Weg zu bringen. Professor Saad Omer von der Universität Atlanta hat erforscht, das ist sehr interessant, dass diejenigen, die gegen das Impfen sind, wenn sie von Ärztinnen und Ärzten, also von Autoritäten aufgeklärt werden,
dass die Impfskepsis um 40% sinkt. Das ist erheblich. Da schlummert also noch viel Potenzial und wir möchten als Linke anregen, Herr Minister, dass wir die Kampagne nicht nur über 3 Jahre ausfinanzieren, sondern nach Möglichkeit auch evaluieren, sind wir an der Stelle gut genug, sind wir wirksam genug, damit wir im Zweifelsfall noch weiter steuern können, entsprechend weiter agieren können, damit es erfolgreich ist, was wir machen, was wir auf den Weg gebracht haben. Mit dem Gesetz, hatte ich gesagt, kann es nicht nur allein um Masern gehen. Wir wollen uns anlehnen an die dringenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und möchten eine Sache in den Blick nehmen, die nicht minder wichtig ist. Gerade Krebserkrankungen, die Krankheitsgeißel schlechthin. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen dabei waren. Es ist noch nicht allzu lange her, dass der Krebsvirusforscher Zurhausen auf Einladung des Hartmann-Bundes in Schwerin war und vorgetragen hat zu HPV, zu Gebärmutterhalskrebs und hat, das war für mich zumindest sehr erhellend, deutlich gemacht, dass es nicht allein eine Angelegenheit des Impfens von Mädchen ist, sondern gleichermaßen von Jungen. Und ich habe in Vorbereitung auf die heutige Debatte mal angeschaut, wie ist denn da die Zahl der Krankheitsfälle und der Todesfälle. Und wir haben bei HPV-Viren im Jahresdurchschnitt der letzten Jahre jährlich ca. 6.900 Frauen und Mädchen, die verstorben sind an Gebärmutterhalskrebs und Jungen an Mund- und Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen in Höhe von 1.300 Fällen. Also das ist eine wirklich relevante Größe und es handelt sich hier um Erkrankungen, zu denen es Gegenmittel gibt, wo es also wichtig ist, aufzuklären, wichtig darüber nachzudenken, wie damit umgegangen wird und wie wir eine Verbesserung der Situation des Gesundheitsstatuses hinbekommen. Das alles sei an dieser Stelle gesagt, wir unterstützen das Anliegen. Es ist eine Frage, ob wir da noch mal was auf den Weg bringen sollten. Wir seitens der Linken regen an, dass die Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker fraktionsübergreifend sich noch mal zusammensetzen und darüber nachdenken, ob die Bundesregierung an dieser Stelle Rückenwind braucht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.